Ihr wisst, worum es geht. Ihr seid ja Feinwillige. Die Starkiller-Basis fährt hoch und die Flotte will sie zerstören. Das gibt uns jetzt die Chance, unsere Leute zu befreien. Jeden, den sie in diesem Ungetüm festhalten. Wir rücken zum Zellenblock vor und vernichten unterwegs so viel wie möglich. Erste Ziele in diesem Sektor sind Treibstofflager und Turbolaser. Legt Sprengsätze und lasst euch bloß nicht erwischen. Hätte man das Review nicht vorher machen sollen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Battlefront 2 im Multiplayer. Vielleicht glaube ich den hinterher. Ich wurde schon wieder gut getroffen. Ich habe einen. Ich hatte vorhin schon mal ein kurzes Rückspiel gemacht. Boah, den habe ich ja gar nicht gesehen. Gut, dann kann ich hier eigentlich das Aussehen von dem ändern? Ich hätte da gerne jemand anders. Egal. Was ich hier... Also grundsätzlich gefällt mir der zweite besser als der erste. Gerade der Story-Modus hat es mir eigentlich recht angetan. Bis aufs Ende, das hat mir nicht so gut gefallen. Boah, ich sehe nichts, Leute. Ich sehe gar nichts. Wir sind am Turbolaser. Countdown für Sprengsätze läuft. Was mir hier aber auch wieder ein bisschen fehlt. Aber was heißt ein bisschen? Gut, da flattern ein paar Leute rum. Aber irgendwie gibt es entweder nur das hier, so ziemlich groß auf dem Boden, dann mit ein paar Helden. Oder halt in der Luft, nur mit Jägern. Ich finde es halt richtig cool, wenn sie mal alles zusammen, so dass du in der Luft bist. Oder im Weltall, du ballerst. Das ist zu einfach. Der Turbolaser geht gleich hoch. Ne, ist das nicht schlecht? Ja. Und dann kann man halt vielleicht noch aufs Schiff und da weiter schießen, so in dem, wie es jetzt hier ist. Das finde ich halt ganz cool. Zum Misch. Also im ersten, zweiten gab es das ja so. Was soll ich eigentlich machen? Sabotieren mal wieder. Ich glaube, ich mache doch lieber so hier. Nein. Granate! Versuch's mal mit einer Granate. Schießen hier. Scheiße. Naja. Da war ich vorhin tatsächlich besser. Ich weiß ja auch nicht, was die hier bringt. Die sieht ein bisschen aus wie aus Rogue One. Naja, wir bleiben hier mal bei dem. Oh, ne Ray. Ray-Ban. Ey. Schöne Explosion. Kann spawnen in... Toll. Also, ich hatte schon mal so eine große Runde, das war ein bisschen anders, auch mit irgendwelchen zwei, keine Ahnung, Panzern oder so. War ganz cool, hat aber ziemlich lange gedauert. Das Sprengteam leistet gute Arbeit. Das Treibstofflager geht gleich hoch. Und vorhin hatte ich noch eine etwas kürzere Runde, ich weiß auch nicht, was das war. Warum kann ich nicht hier rein? Wir gehen rein. Schaltet diese Truppen aus und stürmt den nächsten Sektor. Ja, aber halt ein kleineres Gefecht. Hier unten auch. Wir gehen durch zum Haupttor. Sichert den Bereich, dann rücken wir in die Basis vor. Wäre halt cool, wenn man zwei Schlachten hätte. Halt einmal die Leute, die wirklich im Eis schießen, spielen und schießen. Und einmal hier unten die. Das wäre halt schon richtig fesch. Ich hab ein Geschenk für euch! Ah. Habe Ziel erfasst. Kommandeur der Erde, beschossen. Ach hier. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Panikin. Don't panikin. Hä? Was ist denn jetzt?
Ach, und hier da, der Kylo. Okay, die bringt auch nicht so viel. Nicht identifizierter Agent der ersten Ordnung im Einsatzgebiet. Was ist denn daneben? Ich habe auch gelesen. Ach, er auch noch. Ah. Dass sie zwischenzeitlich wohl mal den Imperator rausgenommen haben, weil der wohl anscheinend overpowered war. Aber ist er jetzt wieder drin, also war die Info doch etwas älter. Nehme ich mal an. Aber Anakin, hatte der blau? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich glaube, wir hatten im dritten dann, er und Obi-Wan hatten dann beide blau, ne? Als sie sich gekampelt haben. Habe ich maximal Anzahl im Spiel? Ja, das ist natürlich auch spitze, ne? Wäre halt cool, wenn das von den Leuten nur so wimmeln würde. Ja, könnte ich ja einen blöden Wookie auswählen, den will ich aber nicht. Bleibe ich bei dem oder mache ich mal... Für einen Spezialist ist mir das alles viel zu hektisch, da bin ich auch zu schlecht drin. Oh, da hat es der Ray hingelegt. What? What? Ja, hier schon wieder. Toll. Oh, der killt ihn auf mich. Oh, ich höre doch schon wieder den Grievous. Der soll halt mal sterben. Oh, geil. Was beim zweiten Teil, ersten Teil ein bisschen cooler war, wenn sie dann, die haben dann noch direkt angesagt, so, ja, der und der, oder Jedi wurde getötet, oder Skywalker, oder was, ist dann halt vorbei, oder so. Na, ich habe gar keine Granate, die ich werfen kann, so ein Scheiß. Na gut, dann halt ich. Na. Los, schnell, schnell. Ah, ist wieder so ein dummes Geschütz. Hier ist was los, Alter, Leute. Oh. Oh, ich hab irgendjemanden gekillt. Gute Sache. Ach, kannst du vor auch noch? Ich geh rein! Haltet mir den Rücken frei! Lol. Das finde ich hier ein bisschen seltsam. Die Helden sterben ziemlich schnell. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Helden habe, sterben sie noch schneller. Das war ja ganz schön hart, mal zu kämpfen. Na. Ich hab ernsthaft 20 Kills? Was ist da los? Ist ja verrückt. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, Luke Skywalker. Mit dem laufe ich mit. Aber der ist. Der ist ja gleich wieder weg. Immer. Ja. Da habe ich wohl niemanden erwischt, dabei haben zu viel rumgetummelt. Heiler wäre cool. Versteck mich mal. Ich hab guck eine Granate aus dem Gesicht. Ja, noch eine. Ey, das läuft ja mega gut. Jetzt mal ist das halt ganz gut. Was macht der da immer mit seinem Blau? Noch eine Deckung! Nähere mich dem Ziel! Feind ist in Unterzahl! Greift das Haupttor an! Hä? Mach das mal! Ja, das ist okay, wenn der mich tötet. Da habe ich gar kein Problem mit. Noch. Das erinnert mich an Battlefield 3. An Metro. Also die Map Metro. Ich weiß nicht, ob das Ding ihre Intention. Ach! Die gleiche Karte.
hatte ich mal von der anderen Seite gespielt. Da war ich nämlich da oben. Bin ja erst laufen wir auch hier runter und war sofort tot. So wie jetzt. Greift alle Trupps der ersten Ordnung an. Und dann geht's rein zum großen Finale. Zum großen Finale? Die Basis muss gleich feuerbereit sein. Okay. Der Zellblock ist in der Nähe. Aber wir müssen die Steuerung der Zellen führen und das innere Tor überbrücken. Greift beide Ziele an und hofft ach, das Beste. Dürfen wir gar nicht rein? Hä? Jetzt dürfen wir rein. Ich finde aber trotzdem, dass die Granaten im ersten Teil stärker gebumst haben. Haben ja eher die Ohren geschlackert als hier. Oder ich habe die Einstellung falsch. Alle im Kampf. Scheiße. Und der direkt rein. Und durch. Gut, dann haben wir hier auch ein Luke Skywalker. Genau. Ist natürlich dann witzig. Falsch. Wenn Luke Skywalker dann gegen Darth Vader kämpfen muss. Oh, ich glaube, der ist sehe ich das irgendwo? Nee, ne? Komisch. Mal sehen, ob wir das innere Tor überbrücken können. Ach, da war Luke Skywalker gegen Darth Vader. Da müsste man ja gleich mal alle aufhören mit Schießen. Sonst ist das Ganze angucken. Ein Glücksstag! Einer unserer Westen ist im Einsatzgebiet! Da müssen wir da. Okay. Oh. Da hat es mich voll gegen die Wand gepfeffert. Das sind ja natürlich epische Kämpfe hier, ne? Obi-Wan am besten gegen... Na gut, Darth Vader. Dann müsste Luke gegen Darth Vader kämpfen, Obi-Wan gegen Darth Maul und... Ja, keine Ahnung, was dann Anakin macht. Nicht? Ja, okay. Manchmal ist das Gefühl, die warten extra darauf, dass ich dann ins Spiel reingehe, damit die nachjoinen können. Gehen wir hier lang? Kann ich hier lang? Okay. Da wird schon fleißig überbrückt. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch rechtzeitig ankomme. Überbrückung online. Punkt abzustauben. Mal sehen, ob wir diese Zellen öffnen können. Werfe Granate! Wir haben keine Zeit mehr. Alle Truppen weg hier. Lauf! Okay, warum? Irgendwie dachte ich, es läuft nicht gut für uns. Der Obi-Wan ist natürlich der Erste. Der ist anscheinend auch nicht gestorben, ne? Wenn ich einen Helden spiele, sterbe ich. So, wir sind auf Stufe 13, echt? Von 11? So verrückt. Längste Killserie 2. Cool. Einsetz die Punkte. Platzierung, okay. Ist besser als sonst. Jetzt glaube ich noch nicht so gut, aber besser als sonst. Crate für galaktischen Angriff, okay. Ich sag mal, eine Viertelstunde für so einen Kampf war ja jetzt... Ist ja eigentlich okay, ne?